Was muss ich machen, wenn ich das nicht esse? Wie wenn du es nicht isst? Du schlägst mich dann wieder, oder? Wow! Yeah. Da ist sie, die März-Foodies-Box. Und ich hoffe auf was hoffe ich denn? Schokolade und Alkohol. Wie immer also. So, dann fischen wir mal das erste heraus. Und das sind Smoked Almonds. Ich liebe Mandeln und ich liebe diese Smoky Mandeln. Ich hoffe, das sind die, die ich schon mal hatte. War aber eine andere Marke? Oh ja, dieser speckige Barbecue-Geschmack. Nom 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 nom. Flavor Almonds with a real hickory hit. Hickory-Raucharoma. Auf jeden Fall sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr zu empfehlen. Sorry, da fängt mein Geschmack schon wieder an. Dann haben wir hier ein Gläschen. Melange Noir Pfeffermischung. Oh, das ist ganz geil. Ich habe immer zu Hause so ein... Zu Hause, hier also. So ein Zitronenpfeffer, der ist fast leer. Guckt mal. Also erstmal mal wieder ein super, super schönes Design. Dann ist hier oben so ein frisches Siegel drauf. Und er riecht extrem intensiv. Riechst du hier schon? So sieht das Ganze aus. Mal kippen, nicht zu viel kippen. Riecht wahnsinnig intensiv. Auf den bin ich gespannt. Der wird in den nächsten Kochstreams zum Einsatz kommen. Remokos Würztipp. Das Aroma unserer Melange Noir setzt sich aus den frischen, würzigen, tiefen und nussigen, scharfen Noten unserer drei edelsten Pfeffersorten zusammen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Zutaten... Kubebenpfeffer, whatever it is, Telly Cherry Pfeffer und langer Pfeffer. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr edel und es sieht sehr, sehr edel aus. Das heißt, wir werden demnächst wohl ein Steak braten mit Melange Noir und vielleicht ein kleines Spargelchen dazu. Ich weiß noch nicht genau. Dann haben wir da Oliven. Ach ja, aufmerksame Zuschauer der Foodist- oder Futter-Unbox-Videos wissen meine große Liebe nicht zu Oliven. Wir haben hier Oliven with Lemon und Oregano. Es klingt total lecker und würde ich Oliven mögen, würde ich jetzt sagen, yay! Aber ich mag Oliven nicht. Schlo mag Oliven. Die bekommt Schlo gleich von mir. Und dann... Schokolade, fine, dark. Weißt du, da denke ich so, Schokolade, da können keine Oliven drin sein. Ihr könnt mir diese Schokolade nicht madig machen. Espresso. Nein, ich mag doch keinen Kaffee. Auch nicht in Schokolade. Ganz viele sagen, in Schokolade schmeckt man das nicht. Ich schmecke das. Ich, ja. Warum tut man einer Schokolade so etwas nur an? Naja, ich glaube... Die Foodist hat sich gedacht, die Tinkerleo, die frisst immer, die nascht immer die ganzen Boxen komplett alleine. Wir machen diesmal zwei Sachen rein, die sie eh nicht mag, dann hat ihr Freund auch mal was davon. Von dem her, Oliven und Espresso-Schokolade gehen in diesem Fall an den lieben Schlo. Ich kann es auch nicht probieren. Ich finde Kaffee wirklich, wirklich furchtbar. Ich probiere ja gerne furchtbare Dinge für euch. Aber bei Oliven und Kaffee bin ich raus. Aber Schlo freut sich bestimmt darüber. Also, jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Ich kann verstehen, warum Tinker das nicht essen möchte. Ich esse für mein Leben gerne Oliven, aber die... Darf ich sagen, dass ich das komisch finde? Ich darf das kritisieren, ja. Ich kritisiere, was auch immer du möchtest, aber probier's. Oliven in einer komischen Plastikverpackung ist wirklich merkwürdig. Aber die Schokolade, die kann ja nur geil sein. Das ist Espresso-Schokolade. Ich möchte mit der Espresso-Schokolade anfangen. Darf ich die behalten?
Voll geil. Easy snacking. No stones, no oil. Ja. Willst du mal kurz riechen? Ich mag keine Oliven. Vor allem easy snacking. Da steht halt drauf, dass da kein Öl drin ist. Das ist halt komplett, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, es ist komplett vermatscht da drin. Da ist alles nass drin. Also, ich mag sehr gerne Oliven. Und nach Zähneputzen, darauf Schokolade und darauf eine Olive, ist das echt komisch. Aber als Oliven sind die echt cool. Hast du jetzt gerade die Oliven einmal weggehatet, weil sie in der Plastikverpackung sind und jetzt sagst du, die Oliven sind echt lecker? Ja. Dann zeig doch nochmal, was es für Oliven waren, falls es jemand nachkaufen möchte. Mr. Filberts Olivensnack. Ich hoffe, jetzt ist noch was Schokoladiges oder Alkoholiges drin. Und es ist... Oh, Butterkaramell mit Tahiti-Vanille. Das ist fast genau gleich gut wie Schokolade und Alkohol in einem. Lasst uns das mal probieren. Karamell, Karamell-Popcorn mit Vanille irgendwas. Ich schmeiß das mal hier ganz dreist auf die Seite. Ja, ja, ich darf das. Oh, es riecht fantastisch. Es schmeckt fantastisch. Oh, es ist ärgerlich, dass das nur so winzig ist. Französischer Mais. Gepufft. So nennt man das. Das ist immer Popcorn. Das ist gepuffter Mais. Das ist gepuffter Mais, weiß ich Bescheid. Karamellisiert und mit Vanille gebacken. 50 Gramm. Es dürften 500 Gramm drin sein. Super lecker. Ich stelle die auf die Seite. Die werden heute Abend bei Game of Thrones genascht. Sehr, sehr, sehr lecker. Wer es wissen will, es ist eine Pop-Konditorei. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Pop-Konditorei Knalle in Berlin. Sehr, 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 sehr lecker. Verpackung. Oh, ich glaube, was zu trinken. Ein Glas, Moment. Nupsi! Nupsi! Das Ding heißt Nupsi. Allein dafür finde ich schon gut. Es ist Bio-Apfelschorle. Bio-Apfel-Heuschorle. Ich weiß nicht, was das Heu meiner Apfelschorle will. Nupsi. Für Körper und Seele nur das Beste. Naturtrüber Apfelsaft von Streuobstwiesen und selbst zubereitete Essenz aus frischem Kräuterheu. Ich habe mich gerade noch gefreut. Der Kräuterheu dämpft das Ganze so ein bisschen. Komm, lasst es uns probieren. Hier steht was Wichtiges. Bienupsi. Ohne Bienen keine Natur und keine Welt. Nupsi unterstützt Bienen. Rettet die Bienen. Rettet die kleinen Sumsebienen. Oh. Es sprudelt. Schnell genug zugemacht. Ich stand neulich in einem Laden drin und hatte ein Getränk und unterhalte mich mit dem Verkäufer und mache neben mir mein Getränk auf und es macht... Und ich war voll und der Boden war voll und der Verkäufer stand da so... Und ich stand da so... Entschuldigung, haben Sie einen Lappen? Ja, mach ich. Ultra peinlich. Ich bin sehr froh, dass es gerade jetzt nicht passiert ist. So, Bio-Stroh, Heu. Ah, ist fast das Gleiche. Es riecht lecker. Okay, das klingt jetzt doof, aber es schmeckt wahnsinnig lecker nach Heu. Es schmeckt ultra gut nach Apfel, ein bisschen zimtig und dann hast du so ein... Heugeschmack, aber nicht ekelhaft, sondern kennt ihr das, wie frisches Heu riecht? Das ist richtig frisch, es schmeckt total gut. Richtig, richtig gut. Das ist so ein Apfelsaft und im Nachhinein so ein Heugeschmack. Ich weiß, es klingt doof, aber es schmeckt wirklich, wirklich, wirklich gut. Sehr, sehr lecker. Der liebe Nupsi-Apfel. Die liebe Nupfel. Die liebe Nupsi-Apfel-Heuschorle. Sehr, sehr. Und bisher. Ich glaube, alles, was so drin war, macht die Oliven wieder wett. Jetzt gucken wir mal, ob noch was... Ja, hier noch. Was ist das hier? Ja, das ist ein Rabattheftchen. Und dann haben wir da noch... Ist noch was? Hier ist noch... Tomatenketchup mit schwarzem Trüffel.
Ich muss ja jetzt gestehen, dass ich überhaupt kein Ketchup-Fan bin, weil Ketchup immer so süßlich ist. Ich esse nie Ketchup. Nicht zu Pommes, nicht zu irgendwas. Wir hatten mal in der Box so ein Rote-Bete-Ketchup, was echt lecker war. Mit Trüffel. Und ich habe gesagt, ich will es probieren. Aber es riecht überhaupt nicht nach meinem. Na gut. Okay, es ist nicht meins. Es ist leckerer als normales Ketchup. Es ist aber trotzdem süßlich und der Trüffel, man schmeckt den. Und ich finde, der passt nicht in Ketchup. Ja, also Trüffelketchup war nicht meins. Oliven freut sich schlohwahnsinnig drüber. Aber der Rest war der Shit. Der Rest war wirklich, wirklich, wirklich lecker. Schmusis, bekommt ihr die Foodist auch? Wenn ja, was war euer Lieblingsprodukt in der Box? Wenn nein, unten findet ihr den Link. Da bekommt ihr auf die erste Box 10 Euro Rabatt und könnt selber mal die leckeren Sachen testen. Und ich glaube, was esse ich denn jetzt? Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich mampfe jetzt die Mandeln mit der Schorle, während ich das Video hier fertig schneide und sage, bis zum nächsten Mal.